Mein Name ist Kai Suko von Vision 24. Ich stelle Ihnen heute das Touch-Display von LG vor, das TR3BF, in diesem Fall 75 Zoll. Und ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was das so alles kann. Ja, das hat eine ganze Menge Features, aber bevor wir da jetzt eintauchen, habe ich hier zwei Stifte, die jetzt hier magnetisch am Bord haften. Die kann ich jetzt entfernen. Die sind batterielos und wir sehen jetzt hier die Oberfläche. Das sind die installierten Apps, zum Beispiel hier die Grundeinstellungen oder eine schnelle Reinigung, was man da jetzt im Prinzip im Papierkorb liegen hat, oder eine einfache Optimierung, damit jetzt Unnötiges gelöscht wird, dass das Ganze wieder soweit rein ist. So, gehen wir hier raus. Ich habe jetzt hier, das ist dann später die Whiteboard-Funktion, ich habe hier einen Dateimanager, ich habe einen Browser, Screenshare für, also Miracast Pro. Man kann also hier auch iOS und andere Endgeräte, also Smartphones, iPad, kann man da im Prinzip wireless sharen und die Inhalte teilen. Hier sieht man jetzt, wir arbeiten jetzt zurzeit mit dem Android und man kann aber auch in den OBS-Slot einen PC stecken und dann würde er dann eben auch hier angezeigt. So, aber wir sind jetzt im Prinzip im Android-Modus und da zeige ich Ihnen jetzt hier, gehen wir in das App-Menü. Da haben wir jetzt die Apps, teilweise haben wir die schon auf der Oberfläche gesehen. Hier ist zum Beispiel auch das WPS Office, das ist hier so ziemlich überall in der Welt von Android im Einsatz. Da können wir, da gibt es so ein ähnliches, also hier sehen wir jetzt auch die Dateien, die man da jetzt hier, oder die Cloud-Einrichtungen, die man jetzt hier zum Beispiel verbinden kann. Von Dropbox angefangen, Google Drive, Box, dann OneDrive von Microsoft, Evernote und ja, man könnte also hier auch einen, auf die Webseite einen FTP-Server beziehungsweise ja, praktisch verbinden. Und hier unten das rote Plus, hier verbirgt sich jetzt zum Beispiel das Spreadsheet, das ist hier das Excel, dann haben wir New Presentation, das ist PowerPoint, dann habe ich hier New Document, das wäre jetzt hier in dem Fall Word und Memos. So, gehen wir hier auch wieder raus. Ja, hier wie gesagt das ganze Dateimanager-System und ja, dann habe ich hier zum Beispiel, kann ich hier wechseln in die Oberfläche. Ich kann hier gucken, was habe ich alles geöffnet, so eine Art Schnellauswahl, dann komme ich hier direkt ins Whiteboard und kann hier loslegen, kann schreiben. So, und das, und die Schreibweise bzw. das Schreiben an sich, das ist sehr, sehr natürlich. Also ich bin sehr überrascht, das Board ist ja nicht aus der, also ist ja relativ günstig. Und trotzdem hat es eine sehr, sehr direkte Schreibweise und auch ich habe so irgendwie, man hört auch irgendwie so den Klang, wie als wenn ich hier an einer Schiefertafel manchmal schreiben würde. Also, ja, das ist also, wie gesagt, auch hier kaum nachziehen, das ist also sehr, sehr angenehmes Schreiben. Man kann sich da also ganz schnell dran gewöhnen und ja, man kann auch hier beispielsweise jetzt hier die Farbe ändern und kann hier zum Beispiel einzelne Aktionen hier löschen, zum Beispiel die Linie, oder ich könnte das auch hier einkreisen. Dann kann ich hier die komplette Oberfläche löschen. Ich habe jetzt hier beispielsweise vorgefertigte Symbole, 2D oder 3D, je nachdem, was man da jetzt gerade gebrauchen kann.
Hier beispielsweise diese hier könnte man hier auch drehen oder vergrößern, in der Farbe ändern, ja, oder eben auch hier löschen und verschieben Funktion. Dann habe ich hier die Farbpalette, die vielleicht so die Kreativen unter Ihnen vermisst haben. Hier habe ich zum Beispiel einen Pinsel, ja, wie schreibt der jetzt zum Beispiel, mache ich jetzt mal, das ist ja, das sieht man ja so ein bisschen, ja, nicht so komplett deckend, sondern so mit, so ein bisschen verstrichen eben. Dann habe ich hier den typischen Pinsel, der dann hier so ein bisschen ausfranst, ja, also da kann man schon sehr kreativ vorgehen und man kann auch hier mit der Pipette jetzt hier zum Beispiel die Farbe auswählen, kann dann eben hier wieder so weiter malen. Das ist ja so eine Art kreative Erfinderecke und das Ganze, da hat jetzt auch hier zum Beispiel den typischen Radiergummi, um da hier ganz fein hier, da ganz fein hier etwas zu entfernen, ja, das kann man, wie gesagt, da wird man wahrscheinlich sehr, sehr viel selbst noch herausfinden und kreativ sich da weiterbilden. So, dann, so bin ich jetzt auch hier wieder rausgekommen. Speicherfunktionen habe ich also hier, also öffnen, speichern, das erklärt sich alles von selbst. Hier kann ich aber auch den Hintergrund, so ähnlich wie eine richtige Tafel, kann ich hier so eine Schieferfarbe oder hier dunkler eben oder auch heller anlegen, kann hier zum Beispiel eine Rasterung, ich habe also hier für den Musikunterricht habe ich hier schon Linien vorbereitet. Man findet hier zum Beispiel auch Schreiblinien, man sieht hier Karo für, also kariert für Mathematik und ähnliches. Also hier Fußball, das ist jetzt mal so ein Gimmick, ganz lustig. Oder eben wieder einfarbig, wie man es eben möchte. Ja, das war's. Hier habe ich zum Beispiel, kann ich die Seiten erweitern. Jetzt habe ich hier die Seite 2, gehe hier wieder zurück. Also ich sage jetzt hier, das ist die Seite 1, so, das ist die Seite 2 und gehe wieder zurück zur Seite 1 bzw. Seite 2. Ja, was habe ich hier noch? Ich habe jetzt hier praktisch kann das vergrößern, verkleinern, vollflächig, beziehungsweise das Ganze ist jetzt 1:1, so wie es vorher war. Dann ja, Spotlight, da können wir jetzt hier das Augenmerk hier auf gewisse Dinge richten, verschieben. Dann haben wir hier einen Countdown. Dann haben wir Stoppuhr. Dann haben wir hier noch den Internetbrowser. Da können wir was suchen.
Ja, was ist hier noch zu sagen? Ich glaube, das war es jetzt schon im Großen und Ganzen. Die Auflösung ist 4K, also sehr scharf. Man kann hier auch Videos anzeigen. Ich werde jetzt gleich im Nachgang werde ich noch mal das Ganze simulieren mit einem iPhone. Nämlich, wir haben ja hier Miracast Pro. Das heißt, wir können auch, wir können nicht nur PCs wireless hier darstellen, sondern wir können auch jedes iOS-Gerät oder jedes Samsung-Android-System können wir hier im Prinzip verbinden, wireless, und können drahtlos Bilder übertragen. Jetzt zeige ich die Miracast-Funktion und möchte jetzt mein iPhone spiegeln auf dem Bildschirm. Dazu muss ich im gleichen Netzwerk sein. Das bin ich jetzt hier zum Beispiel nicht. Also ich bin jetzt in einem fremden, anderen Netzwerk und ich muss wechseln auf die Ausstellung 24. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und da bin ich jetzt drin. Jetzt brauche ich im Prinzip nur den Bildschirm suchen. Der wird sofort angezeigt. So, und in dem Moment, wo ich jetzt hier das Screen verbinde, so, das dauert einen kleinen Moment. So, jetzt bin ich hier im Prinzip schon verbunden und jetzt kann ich im Prinzip, so, jetzt bin ich hier verbunden, genau, jetzt kann ich hier ein x-beliebiges Bild aufrufen. Ja, und dann sieht man das Ganze. Und ich kann natürlich auch hier annotieren, indem ich praktisch jetzt hier diese Toolbar öffne und kann jetzt hier ganz normal annotieren und habe hier noch eine Markerfunktion. Habe, also auch hier ist es dann so, dass die Farben, die ändern sich, wenn ich abwechselnd klicke auf das Symbol. Jetzt haben wir blau, grün, rot, schwarz. Und hier haben wir die Löschfunktion. So, hier könnte ich das Ganze abspeichern. Hier kann ich eine Funktion zurückgehen. Und ja, hier kann ich schreiben. Ja, gehen wir nochmal ins Hauptmenü. Das Ganze haben wir. Hier haben wir noch Einstellungen. Ja, das sind dann so die üblichen Einstellungen. Zum Beispiel WLAN, LAN etc. Sprachen natürlich. Ja, hier zeigen wir jetzt nochmal den Stromverbrauch. So, das sind ungefähr 157 Watt, genau genommen 156,6 Watt und 171,2 Voltampere. Thank you.
Ja, hier zeige ich Ihnen jetzt das Microsoft Whiteboard. Das können Sie ganz einfach, wenn Sie hier im Microsoft Store, können Sie das suchen, indem Sie einfach Microsoft Whiteboard eingeben und das Ganze kostenlos installieren. Und ich habe das jetzt hier schon mal gestartet und Sie sehen jetzt hier, habe ich verschiedene Stifte mit verschiedenen Farben, die man natürlich auch jetzt mit dem Stift bedienen kann. Und ich kann jetzt auch hier die Schriftstärke verstellen und einstellen oder auch die Farbe. Ich kann also jetzt hier auch hier so einen Effekt, so eine Effektfarbe mit diversen Verläufen, hier wie ein Regenbogen oder auch hier eine andere Farbe, und kann aber auch hier, wie gesagt, die Schriftstärke auf ganz dick stellen und kann dann hier malen, zeichnen, habe auch hier noch ein Lineal, mit dem ich jetzt hier ganz normal auch hier unterstreichen kann, kann das Lineal aber auch hier wieder entfernen, habe hier eine Lasso-Funktion, habe hier noch diverse Einstellungen, hier zum Beispiel aktiver Stift bedeutet jetzt hier, ich kann die Fläche hier verschieben. Ja, ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze wieder auszustellen, eine Freihandform zu vollenden, indem ich jetzt hier einen nicht so sauberen, so Moment, das dauert jetzt kurz, also genau, ich muss hier wieder in den Stift hier zurückgehen. Und wenn ich jetzt hier eine nicht so saubere Form zeichne, wird die dann praktisch vollendet, hier jetzt zum Beispiel ein Kreis. Ich habe hier noch mehr Möglichkeiten, die Sie dann natürlich auch selbst ausprobieren können. Und hier vielleicht noch eine ganz wichtige. Sie können hier zum Beispiel auch den Hintergrund formatieren. Hier habe ich jetzt hellblau, man kann aber auch, Moment, kann man das auch verschieben? Nee, also jetzt habe ich hier, gut, ich habe jetzt, das ist die ganze Palette, die mir angezeigt, ach, hier kann ich verschieben. Genau, ich dachte, das geht hier oben auch, nein, aber hier kann ich zum Beispiel Linien hier zeigen und das Ganze konfigurieren, ja, gerade genauso, wie Sie das haben möchten, und können hier Objekte ausrichten. Sie können das Ganze exportieren, hier Bild oder SVG, also auch in Linien orientiert, beziehungsweise Vektorlinien und Vektorformate, besser gesagt. Ja, ich bin jetzt hier bei mir in meinem Teams-Account drin. Das Ganze wird jetzt auch gleich von hier aus in die Cloud gespeichert. Und ja, ich habe alle Systemfunktionen, die mir jetzt eben bei Microsoft angeboten werden. Und das Ganze habe ich jetzt einfach nur verbunden über ein HDMI-Kabel und ein USB-Kabel. Und zwar ist die Tafel jetzt in dem Fall einfach eine Maustastatursteuerung für meinen PC, der jetzt hier extern steht. Das heißt, ich kann jetzt auswählen, ob ich lieber am PC arbeite oder ob ich hier an der Tafel arbeite. Und hier, wie gesagt, zeichnen kann während meines Vortrags. Gut, das war's eigentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie ganz einfach an Ihre erstellten Dateien kommen. Und zwar, indem Sie einen der beiden USB-Eingänge hier benutzen, beziehungsweise vom Dateimanager aufzurufen. So, ich komme automatisch in den Finder und hier wird er schon angezeigt, mein USB-Stick. Und wenn ich den jetzt hier wähle, dann sehe ich im Prinzip, was bei mir im USB
Stick alles gespeichert ist und kann es also direkt aufrufen. Also ich könnte jetzt hier durch Doppelklick direkt mein Video starten. Ja, das war's.